Ich bin Oscar Belten, ich bin 17 Jahre alt und hier in der Geschichte eines Parfums spiele ich den Roman Seligau. Den älteren Roman spielt Ken Duken. Ja, irgendwie ein bemitleidenswerter Mensch, der nicht aus seiner Haut rauskommt, der impulsiv ist, sehr von seinen Emotionen getrieben und irgendwie so ein Gefangener seiner selbst. In seine aggressiven Ausbrüche kommen wahrscheinlich so ein bisschen aus dieser Ohnmacht heraus. Also ich glaube, dass er, wie viele Menschen auch, geliebt werden will, auf der Suche ist nach Anerkennung, irgendwie sich da nicht so durchsetzen kann, wie er es gerne wollte. Auf der anderen Seite versucht er immer, nach außen ein Bild zu wahren, dem er nicht gerecht wird. Du zwingst mich wieder dazu. Roman hat keinen starken Duft, aber also auch nicht schwach, sondern einen ziemlich individuellen Geruch, also nicht den jeder trägt. Ich glaube, dass er einen sehr herben, bitteren Duft hat.